Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und es gibt seit langem mal wieder eine Minecraft-Server-Vorstellung. Und wahrscheinlich ist manchen von euch das auch schon bekannt, denn ich bin heute auf dem Lostify.net-Server. Das mal so eine Mischung aus Minigames, City-Build und Minecraft durchspielen. Wegen dem Modus ging dieser Server auch übelst durch die Decke. Wie ich auf den Server gekommen bin, ich habe hier, wie ihr seht, Plaria.net eingespeichert. Haben sie einfach die IP für den Server verwendet. Ja, bin ich dann drauf gekommen. Und dieser Typ hier steht hier nur AFK rum mit einem... Ja. Ich glaube, ihr wisst, was das ist. Ja gut, was ist denn der Lostify.net Server? Das ist eine Mischung aus Minigames. Dazu gehört dieser Minigames-Modus, der FFA-Modus und Among Us. Das hat, glaube ich, so gut wie kein deutscher Server. Es gibt zwar, habe ich mir schon mal umgesehen, zwar Among Us-Plugins, aber ich finde den hier auf dem Lostify-Server einfach am besten. Dann gibt es City Build und Minecraft Durchspielen. Das sind halt die Basti-GHG-Challenges. Sollte eigentlich fast jeder, so gut wie jeder kennen. Hier gibt es die Belohnungen. Zeigt dieselbe Animation von Plaria. In 2 Stunden kann ich auch wieder meine 24-Stunden-Spielerbelohnung abholen. Da muss man dann einfach nur rechts klicken. Und dann wird da die Belohnung abgeholt. Wir haben im Inventar den Spawn, einfach mit der Enderperle. Dann die Lobby können wir wechseln. VIP Lobby 1. Und dann gibt es noch 2 normale Lobbys. Und kleiner Tipp am Rande, wenn ihr das erste Mal auf den Server joint, dann gebt einfach mal /TikTok ein, wie ich, da bekommt man dann den Lost-Rang für 7 Tage. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ah, ich war ja schon mal auf dem Server, hab mir aber den Rang nicht abgeholt. Also, das war eben bei mir auch so. Ihr müsst einfach zum Beispiel bei Among Us einmal reingehen und wenn ihr im Spiel seid, einfach mal /TikTok machen. Dann kann es auch gut sein, wie bei mir, dass ihr den Rang dann trotzdem erhaltet. Das ist gut möglich. So, dann haben wir die Einstellungen. Da habe ich mir selbst noch nicht angeguckt. Hier haben wir halt nur euer Profil, die Coins. Dann haben wir sowas wie Konfiguration. Da wird wahrscheinlich in Zukunft noch andere Sprachen außer Deutsch kommen. Dann haben wir Freunde nachjoinen, Freundschaften. Also Freundschaftsanfragen annehmen oder deaktivieren, aktivieren. Und die Benachrichtigung. Und für die Lobby, Fortbewegung, Flutmodus. Ach so, das ist die Sichtbarkeit, okay. Dann die Reward-Animation, die kann ich jetzt mal auf ausmachen. Und jetzt zur Belohnung. Und dann sind die gleich da. Ich würde aber anlassen, weil ich finde die Animation eigentlich immer sehr amüsant. Und dann haben wir hier unten noch die Vote-Coins. Zum Beispiel erhalte 3000 Coins, dieses Item kostet 5 Vote-Coins. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Vote-Coin. Mit /vote können wir auf lostify.net /go/vote und dann kommen wir auf die Seite von der Minecraft Server EU Europa Serverliste. Müssen wir einfach auf der linken Seite auf voten gehen. Das ist ein blauer Button. Dann geben wir dort unseren Spielernamen ein, auf voten. Und dann können wir auch die Seite wieder zumachen und dann steht direkt im Chat, wir haben dein Vote erhalten. Du hast einen Vote-Coin erhalten und 600 Coins. Und dann kommt das nochmal für alle. Jetzt habe ich zum Beispiel 2 Vote-Coins. Müssten das, würde ich meinen. Ah ja, steht hier unten sogar. Und dann kann man sich halt hier die entsprechenden Belohnungen abholen. Die Coins kann man, wie ich gehört habe, auf City-Build einlösen. Für was auch immer. Ich spiele kein City-Build, sondern nur die Minigames. Und der Service auch unter der Bedrock Edition, also die Handy-Version, unter pe.lostify.net erreichbar. Einfach den Standardport lassen und dann pe.lostify.net und dann könnt ihr auch übers Handy auf dem Server spielen. Freunde, ja, habe ich jetzt meinen 2. Account und Teddybär. Ja, was soll man kurz dazu sagen? Hier werden dann noch Party. Sieht man noch, wer in der Party ist, würde ich mal. Ich habe hier noch keine Party gemacht. Freundschaftsanfragen sieht man hier und hier. Einstellungen. Gut, ich würde sagen, wir... Okay, FA ist gerade keiner drin, aber Minigames.
Dort landet ihr dann immer in der Wartelobby, wenn gerade schon die Minigames laufen. Nach 10 Minigames wird dann eben neu gestartet und dann fangt ihr mit den normalen Punkten an, also mit 0. Das sieht man auch rechts im Scoreboard, die Punkteanzahl. Zum Beispiel Max der Lach hat gerade 61 Punkte. Ich bin eigentlich gut in den Minigames. Außer wenn hier Leute reinkommen, die das gefühlt suchten. Oben rechts unter Lostify sieht man auch, was gerade gespielt wird. Scribble, da es gibt unterschiedliche Minigames wie Pferderennen. Dann halt eben Scribble, dann TNT Run. Run, wahrscheinlich Run. Heiße Kartoffel und noch mehr. Okay, ich weiß gar nicht, was die hier so lange brauchen. Dann gibt es halt noch den Among Us Modus, den finde ich sehr geil. Ja, keine Ahnung, ob ich nur der Einzige bin, der halt diesen Bug hat, das als Brauner. Ja, ihr seht ja die ganzen Farben, Purple, sieht alles normal aus, außer Braun bei mir. Da ist dieser komische Skin und nein, es liegt nicht am Texture Pack. Ich habe den Skin noch nie gesehen und wenn man genau hinsieht, sieht man auch in den Augen, das ist ein 3D-Skin. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Bug ist, aber naja. Hier kann man auch links Kopfbedeckung, Kleidung und Haustiere auswählen. Ah, dieses Feature ist noch nicht programmiert worden. Das kommt dann noch ab 4 Spielern, kann man dann starten. Und bis jetzt gibt es auch nur diese Scaled Map. Aber das finde ich auch in Ordnung. Und dann gibt es halt zurück. Und den City Build Server. Da hat man hier zum Beispiel gleich Werbung für MC durchspielen. Das ist der beliebteste Modus auf dem Server. Und ja, hier ist der Spawn, Farmwelt, dann der Nether, der ein bisschen eingesackt ist, okay. Das ist auch geil. Wann macht der TS-Support auf? Wenn ich Lust habe. Ah, das ist auch geil. Ja, und dann, oh, hier gibt es sogar tägliche Missionen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Braue 12 Tränke, also mein Gott, wer braut denn Tränke überhaupt in City Field? Zerstöre 50 Glasscheiben, setze 500 Blöcke, pflücke 20 Blumen. Okay, das noch leicht, zerstöre 50 Felder, was denn ein Feld? Ich habe jetzt an diese... vielleicht ist, wenn man bei in diesen Villager-Dörfern das unten, das kann man ja auch selbst machen. Vielleicht sind das als Felder gemeint. Und neue Mission, okay. Kriegt man wahrscheinlich erst, wenn man die eben alle gemacht hat. Dann haben wir hier noch Mr. Iron Man, aka Cosmetic Shop. Ein Owner-Schwert, das beste Schwert, lul. Signiert von Floex, Johannes. Nochmal Johannes, ja. Das ist auch super, wenn die Hälfte einfach abgeschnitten ist. Und der Floex-Computer. Du hast nicht genügend Losties. Losties, wie viel habe ich denn? 50, wie viel brauche ich? 250, glaube ich. Okay, und dann Marktplatz. Auktionshaus. Ah. Okay, das ist von... Da kann jeder Spieler halt sein Zeug reintun. Und dann halt bei einer Auktion mitmachen. Okay, das ist auch geil. Der Admin-Shop. Okay, hier gibt es Plotterweiterung. Minuten-Booster. Attribute für 20 Minuten. Und hier gibt es diese Boxen auch wieder. Okay, interessant. Ja, das ist für den Moment mal Flash-Plot. Ja, okay, das ist das Plot-Squared-Plugin. Finde ich aber auch nicht schlimm. Die Wege sehen auch sehr solide aus und die Spawn... Okay, die Spawnplots sehen hier auch geil aus. Ach, hier hinten sind die geclaimten. Okay, ich dachte schon. Letztes war ich drauf, da war ich bei denen, die leeren war. Ja, das wär's auch soweit mit dem Server. Wir können auch kurz in MC durchspielen. Okay, ja. Okay, da muss man ab der 1.17.1 drauf. Das ist bei mir gerade nicht der Fall. Aber wenn euch die Server-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. In Zukunft werden hier auch Videos auf dem Server kommen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem Video. Haut rein und ciao, Leute.